Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in LibreOffice Schülerarbeiten korrigieren. Das heißt, Sie können Texte oder Passagen verändern oder Kommentare abgeben. Und ganz wichtig ist, für den Schüler sollte ersichtlich sein, was Sie verändert haben. Hierfür gibt es in LibreOffice ja die Möglichkeit, eine spezielle Symbolleiste einzublenden, nämlich die Symbolleiste Änderungen verfolgen. Das geht aber nur dann, wenn Sie in LibreOffice Folgendes eingestellt haben: Ansicht und dort bei den Symbolleisten die Formatierungen und die Standardleiste eingeblendet haben. Sonst sehen Sie es nicht. Genau. Gut, schauen wir uns das mal an. Also ich drücke jetzt hier mal die Symbolleiste Änderungen verfolgen und sehe unten tatsächlich eine ganze Menge von Möglichkeiten. Wir werden die Änderungen aufzeichnen und wir werden natürlich die Änderungen anzeigen. Das, denke ich mal, ist ganz wichtig. Und dann gucken wir es uns mal an. Also, gucken wir uns mal so den ersten Satz an. Gegeben ist der Punkt A und die Ebene E. Sehen wir mal ehrlich, das sollte eigentlich sind heißen. Also korrigieren wir das. Sind. So, da sehen wir es schon. Wir haben hier ein Korrekturzeichen und wir haben hier... Wir sehen hier, dass es ist gelöscht wurde und dass wir stattdessen sind eingefügt haben. Was wir leider auch sehen ist, dass der Autor unbekannt ist. Das können wir ändern, indem wir hier ganz einfach auf Extras gehen, Optionen und hier können wir, ja, was wir halt wollen, eingeben, also zum Beispiel nur unseren Nachnamen, Blume. Und vielleicht noch das korrekte Namenskürzel. Wie wäre es mit BLU? Genau. So. Schauen wir uns mal die Arbeit weiter an. So. Als erstes brauchen wir eine Gerade durch den Punkt A. Sind wir mal ehrlich, die Gerade sollte auch noch senkrecht zur Ebene E sein. Das könnten wir mal als Kommentar noch dazu schreiben. Also fügen wir hier noch einen Kommentar ein. G sollte senkrecht zu E sein oder auf E sein, besser gesagt. Genau, auf E sein. So, damit haben wir schon mal einen Kommentar abgegeben und Sie sehen natürlich, all diese Veränderungen können vom Schüler nachvollzogen werden. Hier mit dem Namen des Lehrer Blume und hier sind wir natürlich noch anonym. Okay. Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie in LibreOffice schon sehr viel verändert und verstellt haben und dass Sie einfach nicht mehr auf diese Ansicht kommen, dass das alles bei Ihnen anders aussieht. Wenn es so ist, dann würde ich vorschlagen, setzen Sie Ihre Einstellung wieder zurück. Das geht bei uns folgendermaßen. Sie gehen auf, also Sie beenden zunächst LibreOffice, gehen auf Home of Server, auf die Einstellungen. Und dort löschen Sie einfach den Ordner LibreOffice. Ja, das war's. Dann melden Sie sich ab, melden sich neu an und dann kriegen Sie genau diese Standardeinstellungen wieder in Ihre Einstellungen reinkopiert und können dann entsprechend arbeiten. Sie müssten dann allerdings auch nochmal Ihren Namen und eventuell Ihr Namenskürzel eingeben, weil auch diese Daten werden natürlich gelöscht, wenn Sie die Einstellungen löschen. Gut, das war's auch schon.